Ja, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und heute haben wir ein richtig geiles Teil im Video. Und zwar King George der V. Ein hammergeiles Schlachtschiff. Wir sehen hier diese unfassbaren Türme. Hinten 4 Kanonen und vorne gibt es direkt 6. Also da ist richtig was am Start und da gibt es auch richtig, richtig dann gleich rund. Bin ich sehr gespannt und freue mich, das zu zeigen, denn die britischen Schlachtschiffe sind natürlich für viele derzeit mehr verdammt interessant. So, aber jetzt kommen wir ins Live-Gameplay. Und da hat er schon einiges an Gegnern sich gegenüber findend auf der anderen Seite. Und jetzt geht er da mal mit HE auf die Mogami los. Aber in dem Fall leider nur Wasser. Der bleibt erstmal auf HE. Unfassbar, was der Gegner da an Schiffen gegenüber hat. Also da ist einiges am Start. Nur noch ist er da nicht wirklich in Fokus der Aufmerksamkeit. Ja, er beschwert sich gerade so ein bisschen, dass die Hutter so aggressiv spielt gegen alle. Und ja, nicht ganz Unrecht hat er, der junge Mann, muss man da gestehen. Denn warum man da so reinfahren muss, naja, das bleibt jetzt nur ihm überlassen. Aber da haben wir jetzt gerade eine schöne 9000er-Schelle mit HE Only gesehen. So. Das Pendant auf Gegnerseite hier drüben. Auch hier schön die 2000 Schaden gemacht. Zwar jetzt vom Damage nicht so viel, aber wichtig ist ja auch, dass der Gegner hier den Cap nicht einnehmen kann. Da geht es so weiter. Nach wie vor am Decappen. Aber wie gesagt, bei dem Winkel ist natürlich nicht unbedingt so richtig viel Schaden möglich. Und da hat er jetzt mal einen Brand anbringen können. Der ist aber leider direkt repariert oder gelöscht worden. Dementsprechend kann er jetzt hier nicht von profitieren. Er selbst brennt auch und er macht gerade gar nichts dagegen. Also weder, dass er hier gegenheilt, noch dass er hier löscht. Da will er scheinbar noch ein bisschen warten. Und jetzt hat er wieder 2 Brände und jetzt kann die King George da nichts mehr machen, außer noch gegenheilen. Was er da auch verzweifelt probiert, aber das sollte sich eigentlich jetzt gleich erledigt haben für die. So, und da ist er auch schon weg. Er selbst brennt jetzt wieder. Also auch er ist hier Feuer und Flamme für das Spiel, um einen ganz schlechten Wortwitz hier reinzubringen. Torpedos direkt voraus. Torpedos direkt voraus. So, jetzt muss er hier ein bisschen zurück, denn die Torpedos, die sind unangenehm und wir sehen hier, was da noch so auf ihn kommt. So, und jetzt sucht er sich da schon die Lücke innerhalb des Torpedogürtels aus. Auf die Scharnhorst, nochmal mit HE, aber jetzt wechselt er auf AP um. Schön, auch da nochmal 2 Brände.
Mit der Heilung kriegt er gerade wieder einiges seiner ehemalig 60.000 Hitpoints wieder zurück. So, und jetzt könnte es gleich richtig rumsen. Denn die ist super schön breitseitig hier, die Scharnhorst. Und schauen wir mal, was da jetzt der Damage angeht. Oh ja, 15.000. Holla, die Waldfee. Die Torpedos, oh, da nimmt er einen mit. Wahrscheinlich, vielleicht. Nein, kommt noch rum. Sehr gut. So, jetzt ist da die Scharnhorst abgefackelt. Und jetzt hat er da nochmal zwei weitere Schiffe sich gegenüber mit der Atlanta und der Mogami. Natürlich sehr nervig durch den HE-Spam, aber da hat er knapp 20.000 Schaden gemacht. Und ja, Tschüssikowski, Atlanta. Das ist halt die Atlanta. Kann unfassbar nervig sein und wenn sie einmal in den Fokus des Gegners gerät, dann ist da nicht mehr lang Gegenwehr zu bekommen. Oh, und auch hier nochmal schön 14.000 und nochmal eine Zitadelle. Jetzt kommen da richtig langsam in Fahrt. 123.000 Schaden hat er schon. Und auch hier jetzt nochmal drei Zitadellen. 28.000 Schaden. Vernichtender Schlag. Also, wenn das nicht mal Damage ist, dann weiß ich auch nicht. Der Gegner hat zwar alle Caps, aber sie liegen von den Schiffen her gerade gut in Führung und dementsprechend können sie da vielleicht daraus noch Profit schlagen, aber erstmal braucht er vielleicht mal hier den ersten Cap. Und da fahrt er jetzt auch fleißig schon rein. Naja, jetzt kommt die Shiratsuyu da ein wenig näher. Da ist er natürlich mit HE genau richtig unterwegs. Ich finde schön, wie die Brände jetzt mit dem Patch aussehen. Definitiv cooler als im Patch davor, ohne Frage. Also alle Animationen. Oh, schön! Den hat er fein gemacht. Der war mal richtig nice. Und jetzt sind es nur noch zwei Schiffe, die der Gegner hat. Und da ist die Cap-Situation eigentlich scheißegal. Denn da geht es jetzt nur noch darum, die zwei Spieler rauszuwuppen. Und jetzt hat er sich aber auch den Punkt geholt. Und hier die Torpedos, die kommen nicht schlecht. Und da nimmt er scheinbar beide mit. Jo, jo, der hat wehgetan. Da muss er sofort alles geben, dass hier das Schiff weiterhin über Wasser bleibt. Ja, der hat richtig gezeckt. Den hat man dementsprechend gespürt. Und jetzt da die Scharnhorst. Zwei Brände, die sofort gelöscht worden sind. Er wechselt auch direkt auf AP, fährt da den Winkel so an, dass er eben nicht selber die Breitseite so zeigt. Und das geht sich aus, deswegen auch nur 2000 Schaden. So, aber auch die Scharnhorst dreht da schon rein. Und er wechselt gleich wieder auf HE. HE funktioniert eben sehr, sehr gut auf dem Schiff. Und jetzt kommt da die Blischka von der Seite auch noch ran. Die da gleich nebelt. Natürlich sehr smart. Aber die beacht. Die beacht. Das ist natürlich mal richtig doof, Blischka. Also zurück mit den HE-Granaten da. Ja, und da war's schon. Damit hat er sich hier die Krake gesichert. Und jetzt kommt noch die Scharnhorst. Da immer auch aufpassen. Die Torpedos darf man nie vergessen. Die da hat. Er brennt gerade, kann nichts dagegen tun.
Er muss da irgendwie gerade seinen Mann stehen, sage ich einfach mal ganz plump. So, ja, hier 5000 Schaden. Brand. Und jetzt kann er gerade rechtzeitig nochmal heilen. Und wie gesagt, Scharnost, Torpedos, nie vergessen. Auch hier nochmal HE drauf und nochmal ein Brand. Und hier mit dieser finalen epischen Schlacht geht auch das Replay so gut wie zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir und dem Video doch bitte einen Daumen da. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin alles Gute, viel Spaß bei World of Warships und ebenfalls geile Runden. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.